Bildungsministerin Sonja Hammerschmidt unterwegs in St. Pölten. Und das am Equal Pay Day. Sie klärt auf, worum es dabei geht. Wir sehen in Österreich, dass Österreicherinnen um 21,7% im Durchschnitt weniger als die Österreicher verdienen. Und in Niederösterreich ist es noch ein Stück höher, nämlich 22,3%. Wenn wir hier im EU-Schnitt schauen, dann sehen wir auch sehr schnell, dass wir mit Estland und Tschechien zu den Schlusslichtern in Europa gehören. Das muss man sich schon einmal auf der Zunge zergehen, zu den Schlusslichtern. Lichtern. Ja, es ist heute in Niederösterreich der Tag, an dem Männer bereits das Einkommen haben in der Tasche, wofür Frauen bis am Jahresende noch arbeiten müssen. Also 82 Tage, die sie unbezahlt arbeiten müssen, eine lange Zeit bis zum Jahresende, die wir hoffentlich nicht nur so, wie unsere Ministerin gesagt hat, jährlich um 0,63% schließen können, sondern sehr bald schon ganz schließen werden. Wenn man darüber nachdenkt, was kann eine Lösung dafür sein, wie können wir es angehen, möglichst effizient, dann kommt hier ein Thema ganz, ganz schnell in den Vordergrund, das altbekannt ist. Und auch hier sollte man meinen, wurde längst reagiert, aber so ist es leider nicht. Es geht nämlich um die flächendeckende und qualitätsvolle Kinderbetreuung und die Möglichkeit ganztägiger schulischer Betreuung. Denn nur dann, wenn die Eltern eine gute Betreuung ihrer Kinder haben, im Kindergarten als auch in den Schulen, pädagogisch von hoher Qualität, aber auch sonst eine gute Betreuung haben, können sie entspannt ihrer Arbeit nachgehen. Was aber da auch mitkommt, ist, mir ist es wichtig, dass wir dieses Lohntransparenzgesetz hinbekommen. Denn ich war in vielen Unternehmen, ich habe ja lange in der Wirtschaft gearbeitet, war Rektor in einer Universität auch, und was ich auch selbst aus meiner eigenen Karriere mitgenommen habe, ist, ich habe nicht verhandelt. Ich dachte, ich kriege das Gehalt wie alle anderen auch. Und habe dann gelernt, dass ich doch verhandeln gehen muss, weil das gar nicht so ist. Das heißt, dieses Lohntransparenzgesetz wird ein ganz ein wichtiger Schritt sein, um hier wirklich volle Transparenz zu schaffen und den Frauen auch die Möglichkeit zu geben, hey, was verdient denn mein Gegenüber, der Mann in derselben Funktion beispielsweise, um hier sich auch orientieren zu können. Und es geht nicht nur um die Gehälter und die Löhne alleine, sondern es geht vor allem darum, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Und das wird bewerkstelligt, sozusagen, indem wir diesen Äpfel-Birne-Vergleich schlicht und ergreifend einmal hintanstellen. Die Job-Descriptions oder die Arbeitsplatzbeschreibungen öffentlich machen und die dafür gezahlten Gehälter öffentlich machen und dafür sorgen, dass das mit einem Lohntransparenzgesetz auch nachhaltig erfolgen wird. Gegen Ende der Pressekonferenz in der SPÖ-Parteizentrale in St. Pölten rückte der Landesparteivorsitzende natürlich die Nationalratswahl in den Mittelpunkt. Österreich steht tatsächlich vor einer Richtungsentscheidung, weil wir wissen und überzeugt sind, dass Schwarz-Blau vor der Tür steht. Wir wollen, dass Schwarz-Blau nicht kommt, und das kann nur dann verhindert werden, wenn die Sozialdemokratie stark ist. Wir werden bis zum letzten Tag rennen, und ich bin überzeugt, die Chance ist da, dass wir als Erster durchs Ziel gehen können. Wir wollen daher Schwarz-Blau verhindern, und wir können es auch, weil wir den besseren Kandidaten und den besseren Plan haben. Wir haben ganz klare Aussagen dazu. Wir haben eine Vorstellung von 3 Milliarden Euro Steuern auf Arbeit weniger. Wir wollen die ersten 1.500 Euro steuerfrei. Wir wollen einen Rechtsanspruch auf Ganztagskindergärten und Ganztagskinderbetreuung durchsetzen. Wir wollen mehr Polizistinnen und Polizisten. Wir wollen mehr Lehrerinnen und Lehrer. Wir wollen auch zur Verfassungsbestimmung der Abschaffung des Pflegeregresses eine Finanzierung vorlegen oder ein Finanzierungskonzept durch eine gerechte Erbschaftssteuer. Und wir wollen sichere Pensionen für alle statt Pensionsprivilegien. Und wir wollen auch dieses Pensionssystem nachhaltig garantiert sehen. In dem Sinn bin ich ganz sicher, dass wir unsere Argumente sehr sachlich vortragen können und unsere Argumente gleich wie unsere Kandidaten die besseren sind.